Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Origins zu Folge 188. Ja, 188 müsste das sein. In der letzten Folge haben wir Zephryn getroffen, der uns verraten hat und hier eine Quest weitererfüllt mit dem Gaxtan. Das war ein Blutmagier, der sich nicht nur in ein abscheuliches Wesen verwandeln konnte, sondern sich dann noch mal transformieren konnte zum Wiedergänger zum Beispiel. Und jetzt gehen wir einfach mal in ja das nächste Gebiet. Das leerstehende Haus brauchen wir nicht machen. Das ist ja eine Quest gewesen. Da waren wir ja schon. Jetzt müssen wir nur noch die anderen Gebiete mal abreisen, ob da noch was ist oder so. Und dann geht es zum Palast der Königin oder beziehungsweise das Anwesen von Aal von Denerim. Aber hier scheint auch nichts mehr zu sein. Das heißt, hier sind wir auch fertig. Das heißt, wir können einen weitergehen. So, sind wir gleich angekommen. Wunderbar. Die liegen sogar an der gleichen Straße. Das heißt, wir brauchen nicht mal lange, nicht mal weit rübergehen dann. So, hier kamen wir auch an. Hier gab es ja auch eine Riesenmeute. Dann war da ein dreckiger Schuppen. Da war gar nichts. Da können wir noch mal in den Schuppen reingucken, kurz, bevor es weitergeht. Okay, hier hat man den einen Typen umgebracht, genau. Und dann können wir auch wieder rausgehen. Wunderbar. Ja, ansonsten bleibt uns dann jetzt nur noch doch die Hauptquestreihe mit dem Anwesen und so. Sehr schön. Also hier Anwesen des Aals von Denerim. Bleibt uns nur noch übrig. Wir wurden angegriffen. Ich dachte, das wäre in der gleichen Straße gewesen, aber naja. Anscheinend doch nicht. So, wer greift uns denn an? Hier muss doch was faul sein. Wer greift uns denn an? Hebel und Ruhe, okay. Ich habe hier ein Gefühl, dass das gleich runtergeht. Kommt mal näher ran hier. So, pass mal auf. Lauft mal dahin. Seid wachsam, wie ihr meint. So, kommt mal hier rein, Leute. Nicht, dass, wenn der Hebel runtergeht, dass wir dann nicht angreifen können. Wunderbar. Jetzt alle zusammen. Hoppala. Die Schurken angreifen. Natürlich. Wow, die Ich gehen ja würde es schnell. tun. Lol. Ich bin Aber dran. gern. Alter, wie schnell die Schon wieder gehen. ein Kampf. Ich glaube, wir sind eindeutig zu stark, Leute. Wird erledigt. Wird Es wird erledigt. erledigt, okay. Und Aber der gern eine nächste. weitere Kerbe Wird für meine erledigt. Sammlung. Wird erledigt. Wird Also für die erledigt. normalen Gegner sind wir echt zu stark. Aber den Wird Gegner, den wir in der erledigt. letzten Folge hatten, Wie diesen ihr meint. Gaxtan oder wie der heißt. Ah, seht ihr, das Tor wurde runtergemacht. Dieser Gaxtan oder wie Schlagt sie der heißt. zurück! Der war einfach vom Leben her so OP, aber vom Schaden, naja, hat er nicht wirklich gemacht. Aber er war doch eine deutliche Herausforderung als die hier. Definitiv. Naja, aber eine kleine Räubergruppe, die uns aufgehalten hat und hier nochmal ein paar Kisten bewacht hat, um zu gucken, was da jetzt drin ist. Müssen wir mal gucken. Da braucht man Liliana für. Und Bänderrüstung und 58 Silber. Okay, da war der Hebel dafür. Gut, dann können wir weiterreisen. Karte der Stadt. Ne, der rennt jetzt tatsächlich den gleichen Weg wieder zurück. Was ist denn da der Sinn jetzt dran, ey? Oh Mann. Egal. Ach, hier ist das Anwesen von Denerim. Okay. Dann speichern wir mal und dann geht's los. Zum hundertsten Mal seine Lordschaft. Der Dienstboteneingang ist auf der anderen Seite des Hauses. Okay. Wir müssen erst an diesen Leuten vorbei. Und ganz vorsichtig, Arl Hau ist da drin. Na, das ist gut. Au, Hau ist hier. Ja, und wo immer er hingeht, begleiten ihn sehr viele Wachen. Gut, ich hatte eine Chance gehofft, auf ihn zu sehen. Ich flehe euch an. Gefährdet wegen eurer Rache nicht meine Herrin. Wir müssen sie erst hier rausbringen. Warum können wir nicht durch die Vordertür? Seht ihr die wütenden Arbeiter nicht? Okay. Es wird eine Weile dauern, bis selbst Grandon Howe seine Vordertür wieder benutzen kann. Ich werde direkt hinter euch sein.
Okay, nein. Super. Die Handwerkshalle der Tischler hat jetzt genug von hausüberfüllten Terminkalender. Wir lassen uns nicht mehr abweisen. Das gilt auch für die Steinmetze. Wir haben zum letzten Mal vor einem Monat von Hau Geld für unsere Arbeit bekommen. Seine Lordschaft hat viel mit dem Regenten zu besprechen. Er wird sich eure Beschwerden anhören, sobald er die Zeit hat. Ihr verschwendet eure... Genervt. Und wann wird das sein? Zu Beginn des nächsten Zeitalters? Unsere Arbeiter haben Familien zu ernähren. Sie können nicht ewig auf die Launen des Terran warten. Seine Lordschaft... Oh, um Lady Andraste willen, geht einfach. Und zwar alle. Durch Rumstehen und Jammern öffnet sich die Türe auch nicht. Okay. Also, der macht sich ganz schön unbeliebt, so wie es aussieht. Naja. Okay, dann lasst uns hier mal ein bisschen umgucken. Hier haben wir ein paar Elfenwurzeln. Da oben ist eine Wache. Hallöle. Dort sind Gegner. Und da sind Gegner gespawnt. Soldaten von Hau, die bringen wir natürlich gerne um. Ich bin wie ihr meint. Ah, die sind so schwach, Leute. Warum halten wir uns eigentlich mit denen auf? Da gibt XP. Wie ihr meint. Aber wirklich viel XP gibt es nicht mehr. Wir steigen mittlerweile nur noch sehr, sehr langsam auf. Ja, ist ja logisch, weil sonst würde man irgendwann Level 1000 sein und das würde einfach dann keinen Sinn mehr ergeben, da man dann so stark ist, dass man die mit einem Schlag umhauen kann. Und das wäre natürlich auch blöd. Ich habe zwar einen Patch drin, wo man maximal Level bis 99 haben kann, weil ich das immer frustriert hatte, dass die Level nie so hoch waren, aber ich merke selber, das war eigentlich ein Fehler. Vorsicht. Denn man wird einfach zu stark. Normalerweise müssten wir echt vom Schwierigkeitsgrad nochmal höher stellen. Hinter uns waren Wachen, da gehen wir nochmal hin. Wo sind denn da jetzt welche gespawnt, bitte? Da ganz hinten. Da ist einer. Wie ihr meint. Oh, warten wir noch kurz, ob er was gedroppt hat, dann geht's weiter. Nö, okay, dann lasst uns weitergehen. Wir schaffen das hier schon, keine Sorge. Ach, das ist der Garten, ja. Der Garten von Aal Hau. Ja, hier gab es nichts, doch da gab es Elfenwurzel, seht ihr mal? Deswegen gucke ich hier gerade überall. Ich nehme immer alles mit, das kennt er ja von mir. Oh, wie schön diese Kürbisse gemacht sind. Ich hätte jetzt echt Hunger auf so einen Kürbis. Hm. Dabei bin ich kein Kürbis-Fan. Eher mehr ein Melonen-Fan, aber trotzdem, ich hätte jetzt irgendwie Hunger auf einen Kürbis. Muss ich wieder bis Oktober warten. Das ist immer so die Zeit für Kürbisse. Ich kann die Wachen ablenken, aber ihr müsst schnell sein. Wozu die Mühe? Es sind doch nur zwei. Es gibt hier stündliche Patrouillen. Und wenn dann zwei fehlen, wissen sie, dass etwas faul ist. Mhm. Wartet, wir müssen unsere Verkleidung anlegen. Rasch, meine Herrin hat nicht viel Zeit. Seid ihr soweit? Ich werde die Wachen ablenken. Wozu sind die Uniformen gut, wenn sie uns nicht reinbringen? Die beiden wissen, wer kommen und gehen darf. Ihr könnt sie nicht täuschen. Aber im Haus dürfte die Uniform ihren Dienst erfüllen. Okay. Ja, dann gehen wir. Ich locke sie in den Hof. Wartet in den Büschen. Alles klar. Verkleidet. Wir sind alle verkleidet, lol. Wo in den Büschen? Hier, ne? Ihr müsst kommen. Ich habe etwas gesehen am Brunnen. Dunkle Brut, fürchte ich. Dunkle Brut? Sie werden uns alle nach unten ziehen und auffressen. Sollen wir Hilfe anfordern?
Bist du völlig bescheuert? Hilfe anfordern? Damit wir dastehen wie furchtsame kleine Mädchen? Nur wegen eines klingenohrigen Frauenzimmers? Sie werden uns bei lebendigem Leib auffressen. Bitte holt Hilfe. Aber wenn da etwas ist und wir nicht Alarm schlagen, stehen wir noch viel schlechter da. Bei Andrastes heiliger Unterwäsche. Gut, wir überprüfen den Hof, damit du dir nicht in die Hosen machst. Aber da ist nichts. Andrastes... Danke. Oh, es war hier drüben. Schnell! Andrastes heilige Unterwäsche? Woher wissen die denn, dass die heilig ist? Also die Unterwäsche, nicht Andraste, meine ich, ne? So, und so können wir uns reinschleichen. Das ist wunderbar. Bevor wir das machen, will ich aber hier hinten nochmal kurz gucken, was wir denn hier haben. Hast du noch eine Truhe, seht ihr mal? Hat sich also gelohnt, hier hinten hinzugehen. Schon unterwegs? Ja, 10 XP, immerhin. Morrigan und Liliana sehen mit dieser Rüstung so bescheuert aus. Ja gut, ist ja auch nur eine Verkleidung, aber trotzdem. Na gut, dann lass uns mal reingehen in Anwesen des Aals von Denerim. Mal sehen, was wir da jetzt machen müssen. So, genau. Wir sind drin. Es hat ewig gedauert, die beiden loszuwerden. Ihr müsst jetzt vorsichtig sein. Die Diener sehen sich jemanden in Uniform nicht genau an. Für einen Koch sehen alle Wachen gleich aus. Aber versucht trotzdem nicht aufzufallen. Die meisten Wachen sind neu und werden nicht sofort erkennen, dass ihr nicht dazugehört. Haltet euch besser von allen fern und fallt nicht auf. Wo ist Anaura? In einem Gästezimmer an der Haupthalle. Andraste, leite uns. Alles klar. Gucken uns trotzdem hier drin ein bisschen um, deswegen werden wir hier speichern. Wenn es auch möglich ist, ein bisschen beklauen. Die Küche ist eine Schande. Wie konnten die Bediensteten des alten Aals hier je etwas kochen? Niemand hat je behauptet, dass das war eine Männerstimme bei einer Frau. Ihr habt super hingekriegt, Leute. Der gütigen Andraste spricht nicht schlecht von den Toten. Auch wenn ich ihre Öfen nicht bei zur Müllverbrennung benutzen würde. So, wir plündern hier erstmal. Taschendiebstahl lassen wir jetzt ganz einfach mal. Es dauert einfach zu lange und eigentlich ist das auch eine Mission, wo wir nicht so mit den klauen sollten. Und verfüttern den Rest an die Hunde. Faden? Dessen Bewohner alle getötet wurden. Oh, oh. Haus sollte die Hütte abreißen und neu errichten. Alle seine Schnell hier rein erstmal. Wir sollen da ein bisschen aufpassen. Das sind wahrscheinlich Wachen, die hätten die uns gesehen, böse geworden wären. Oh, kommt ran hier. Hoffentlich nicht wieder. So, dann kommt mal weiter ran hier. Da kommen welche. Das macht die Sache aber auch nicht besser. Boah. Ich glaube, das sind Wachen, die uns sehen können. Also die, ja, wie soll ich sagen, nicht gut für uns wären. Da kommt noch einer, den warten wir auch nochmal ab. Und dann geht es weiter. Ich glaube, die hier so lang patrouillieren, die sind böse, wenn die uns sehen. Und die, die den normalen Namen haben, wenn man Tab macht, nicht. Deswegen gehe ich jetzt auch mal weiter. Speichern hier mal. Ich weiß nämlich nicht, wo wir es mitnehmen können. Werden wir gleich herausfinden. Eisfalle. Und weiter geht es. Full House. Ist das nicht zum Heulen? Ich steig aus. Nice, das hat geklappt bisher. Da Keine sind wir. Sprache. Da sind mal Baris, da müssen wir aufpassen. Warum bewache ich Wachhunde? Ich bewacht ja auch niemand. Wie ihr meint. Blätter im Wind.
Ich mag große Schlachten schlagen und mich der Barmherzigkeit rühmen. Ich mag mich selbst in Flammen über... Ich weiß nicht, ob wir da rein können. Wir probieren es. Nichts. Oh, Liliana. Gucken später. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir können. Ich würde sagen, die nächste Schleichaktion hier am Schloss machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir kommen hier gut durch. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.